Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Neverwinter Nights. In dieser Episode werden wir uns mit den Gefolgsmännern beschäftigen. Das heißt, all diejenigen, die das nicht hören wollen, können jetzt so gut und gerne, ich denke mal, es wird zwei Episoden dauern, können eben halt diese Episoden aussetzen und danach wieder einschalten. Danach geht's dann, denke ich, auch gleich los wieder mit richtig schönen Kampf, wie man das aus der Akademie schon ein bisschen, sich vorstellen könnte, wie es weiter abgeht. Und dann werden wir auch endlich unseren Weg dahingehend fortführen, um herauszufinden, wo die Kreaturen sich verirrt haben. Aber vorher, wie gesagt, wollen wir uns um die Gefolgsmänner kümmern. Mondsteinmaske? Nein, das ist falsch. Mondsteinmaske ist ja der... Ja, der... Ich wollte gerade sagen, der Lusttempel kommt auch hin. Na, da steht sogar. Magische Beutel sind äußerst nützliche Gegenstände, die es einem Charakter ermöglichen, wesentlich mehr an Gewicht mit sich zu tragen, als es normalerweise möglich ist. Das brauchen wir. Oh, wie wir das brauchen. So. Ach, ist schon wieder Tag geworden, sehe ich. Ah, kann man mal sehen, wie viel Zeit man in diesem Spiel verbringen kann, ohne dass es wirklich vorwärts geht. Was heißt wirklich vorwärts geht? Wir haben schon eine Menge geschafft. Der eingestellte Schwierigkeitsgrad gilt unter der Annahme, dass ihr einen Gefolgsmann anheuert, ohne ist das Spiel möglicherweise nicht zu schaffen. Ja, also ich spiele den normalen Schwierigkeitsgrad und man kann es ohne schaffen. Gut, der erste ist, wie hieß er nochmal, Daelian Rotica oder irgendwie sowas. Seid mir gegrüßt. Ihr habt euch offenbar noch nicht die Pest geholt, die Niewinter verwüstet. Unter all den Leidenden und Kranken müssen wir, die wir nicht betroffen sind, dem Schicksal wahrlich für unsere Gesundheit danken. Ja, das müsst ihr. Wer seid ihr? Ich bin Daelian Rotica von den Utgard-Stämmen im eisigen Norden. Schon vor einem Jahr habe ich mein Volk verlassen und bin nach Niewinter gekommen. Nun verdiene ich meinen Unterhalt als Söldner. Ah, für einen Halborg drückt ihr euch recht gewillt aus. Mein Vater war ein Ork und das Blut seiner Rasse fließt in meinen Adern. Doch meine Mutter hat mich bei den Utgard-Stämmen großgezogen. Verzeiht, aber ich weiß kaum etwas über die Utgard. In der Stadt werden Angehörige meines Volkes oft Wilde oder Barbaren genannt, aber dort weiß man nichts über die Utgard. Wir sind großartige Jäger und Krieger, folgen unseren Herren und leben von dem, was das Land bietet. Mein Stamm ist edel, aber klein. Es gab dort wenige Möglichkeiten für einen jungen Krieger, sich zu beweisen und eine Frau zu finden. Ah, das ist schlecht. Aber ich bin jung und stark und mein Volk ist für seinen Kampfesmut berühmt. Hier in Niewinter fand ich Arbeit als Soldat. Ich bewachte die Ladungen, die hier ein- und ausgingen. Und was geschah dann? Mit dem Ausbruch der Pest änderte sich alles. Die Quarantäne brachte den ganzen Schiffsverkehr zum Stillstand. Es gab keine Arbeit mehr, folglich auch kein Geld. Ich hätte die Hafengegend verlassen müssen. Hätte? Hat er doch. Viele Hafenarbeiter hatten sich angesteckt. Männer, die in der Zwischenzeit zu Freunden geworden waren. Also blieb ich, um ihre Leiden zu lindern, aber letztendlich konnte ich nichts tun, um sie vor dem heulenden Tod zu bewahren. Nach dem Tod meiner Freunde hatte ich keinen Grund mehr, länger im Hafen zu bleiben. Erst recht nicht, als es dort immer schlimmer wurde. Nun verdiene ich mein Geld mit meiner Axt, als freier Söldner, der seine Kampfkraft verkauft. Was meint ihr, wenn ihr sagt, dass es dort immer schlimmer wurde? Mit der Quarantäne saßen die Schiffe im Hafen fest. Piraten und anderes kriminelles Gesindel ohne Ehrgefühl nahmen Überhand. Und weil die Wachen alle Hände voll mit der Pest zu tun hatten, übernahmen diese Leute die Herrschaft im Hafen. Ein Utgard-Krieger kennt keine Angst, aber ich will meinen Stamm keine Schande bereiten. Ich weigere mich, solchen Leuten zu dienen. Ich lasse aus mir keinen gewöhnlichen Strauchdieb oder gemeinen Mörder machen. Bevor ich ging, hörte ich noch von einer Auktion, die in der schäbigen Schenke abgehalten werden sollte. Es ging dabei ausnahmsweise nicht um gestohlene Waren, illegale Güter oder hilflose Sklaven, die in dieser Lasterhöhle für gewöhnlich verhökert werden. So viele Ös in einem Satz. Das sprach sich schnell herum. Vielleicht hätte ich noch mehr in Erfahrung bringen können, aber an solchen Mauschleien hatte ich kein Interesse. Ich bin Krieger, kein Schmuggler. Viel mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich weiß, dass es eine gefährliche Gegend ist. Wenn ihr unbedingt dorthin wollt, solltet ihr besser einen mit Leiter anheuern. Das haben wir vor. Komm noch mit. Das ist das Übliche. Wir sagen nicht, was unser Auftrag ist. Und er möchte bestimmt wieder die 150 Gold. Wir versuchen ihn zu überreden. Und sind auf 125 runter. Wunderbar. So, Gespräch beenden. Und
und wir wollen noch ein bisschen mehr von seiner Story hören. Gibt es etwas, das ihr warum benötigt? Er in Niewinter... Ja, warum er nach Niewinter gekommen ist. So, ich möchte mehr über dich erfahren. So. Bei meinem Volk heißt es, dass man sich selbst erkennt, wenn man seine Begleiter kennt. Ich gebe zu, dass ich nur für Gold kämpfe, aber ich weiß noch nichts von euren Motiven. Warum dient ihr Niewinter ausgerechnet jetzt in seiner dunkelsten Stunde? Ach, ich sag einfach, dass es mir... Ja, passt schon so. Es ist aller Ehren wert, Tabla. Auch ich suche nach Ehre und Ruhm hier in Niewinter, allerdings von anderer Art. Ich kam in diese Stadt, um mir einen Namen zu machen, um eine Legende zu schaffen, die selbst der Stamm meiner Mutter vernehmen müsste. Doch stattdessen musste ich Kisten und Fässer vor hundsgewöhnlichen Dieben beschützen. Doch selbst in dieser dreckigen Welt des Hafens wuchs meine Reputation. Mehrere Kapitäne versuchten mich anzuheuern, wenn die Pest nicht ausgebrochen wäre. Wer weiß, ob nicht der Name Daelia Norotica nicht zu einer Legende der Meere geworden wäre. Ist das nicht eine doppelte Verdrehung? Na egal. Keine Bange, Daelia. Bleibt bei mir und die Baden werden schon bald euren Namen preisen. Vielleicht ist es ja besser so. Hätte ich mich irgendeiner Schiffsbesatzung angeschlossen, hätten die Utgard vielleicht nie von meinen Taten gehört. Mein Platz ist hier im Norden. Das ist das Land meiner Geburt und hier muss ich mein Schicksal erfüllen. Ich erweise dem Namen meiner Mutter keine Ehre, wenn ich mich auf irgendein Schiff verdrücke. Nur wenn ich bleibe, kann ich die Blutschande meines Vaters tilgen und mein Exil beenden. Exil? Blutschande des Vaters? Wovon sprecht ihr? Bitte vergebt mir. Okay, gut, bis hierhin möchte er seine Geschichte bis jetzt ausbreiten oder darlegen und wesentlich mehr wollen wir erstmal nicht von ihm herausbekommen. Und deshalb schmeißen wir ihn jetzt mal wieder raus aus unserer Party und suchen uns den nächsten Gefolgsmann. Ich glaube, der war hier hinten. Ja, Schaben. Das klingt doch gut. Na, wer ist denn das? Eine arme Seele, die verloren durch die Straßen strauchelt? Wollt ihr euch zu uns gesellen, auf der Suche nach einem Arbeitgeber, oder... Seid ihr etwa hier, um jemanden zu werben? Ja, wer seid ihr? Mein Name ist Schaben und diese Stadt ist meine Heimat. Ich bin auf der Suche nach Abwechslung und Abenteuer. Wenn ihr das Gleiche sucht, wie wär's dann, wenn ihr mich anheuert, damit ich euch begleite? Okay, seid ihr hier aufgewachsen, Mädchen? Spielt das eine Rolle? Um mich herum fallen die Leute, die ich von Kindesbeinen an kannte, reihenweise der Krankheit zum Opfer. Ich bin daher besser motiviert als die meisten anderen. Und nebenbei bemerkt, bin ich kein Mädchen. Okay, und was, wenn ich weder Abwechslung noch Abenteuer suche? Was ist es dann, was euch antreibt? Pflichtbewusstsein und Ehrgefühl? Macht und Reichtum? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Abwechslung und Abenteuer eure ständigen Mitleiter sind. Gleichgültig, ob ihr nun danach sucht oder nicht. Vielleicht hast du sogar recht. Ich beherrsche die Badenmagie, bin eine Meisterin in allen Fertigkeiten und kann die ältesten Legenden erzählen. Und ich werde es noch zu Lebzeiten zu Ruhm und Ehre bringen, ob nun mit oder ohne eure Hilfe. Eines Tages werden die Badenlieder über meine Taten singen. Ich fürchte, mein Gerede wirkt ein wenig überheblich, doch selbst wenn dem so ist, ist es mir eigentlich egal. Ich kenne den Pfad, den ich lange Zeit beschritten habe. Ich gab ein Leben in Wohlstand auf, um das Leben eines Baden zu führen. Aha, ein Leben in Wohlstand? Hätte meine Familie sich durchgesetzt, dann wäre ich jetzt mit einem wohlhabenden Mann verheiratet und würde mich in meinem Haus im Schwarzseeviertel zu Tode langweilen. Wie das Schicksal doch manchmal so spielt. Der größte Teil meiner Familie ist mittlerweile tot und in Schwarzsee wimmelt es nur so von verängstigten Narren, die ihren Kopf in den Sand stecken und ernsthaft glauben, die Pest werde schon an ihnen vorübergehen. Okay, was weiß ich über Schwarzseeviertel? Da müssen wir ja so oder so nochmal hin. Eine Menge. Es quillt über vor reichen, verängstigten Adligen, die lieber ihr Viertel hermetisch abriegeln und behaupten, die übrige Stadt gäbe es gar nicht, bevor sie anpacken und helfen. Es gibt welche im Viertel, die ein gemeinsames Vorgehen der Reichen erreichen wollen, damit diese dem Rest der Stadt helfen, aber deren Bitten stoßen in der Regel auf taube Ohren. Eines Tages wird die Pest mit Macht zu ihnen kommen und sie werden ihre Selbstsucht bitter bereuen. Okay, was noch? Gibt es denn noch was zu erzählen? Es ist vielleicht die einzige Gegend in der Stadt, wo noch Ordnung herrscht und nicht die Pest wütet. Bis dorthin vorzudringen dürfte allerdings problematisch werden. Oh. Es gibt allerdings auch ein paar schäbige Stellen, überall wo die Reichen leben, wird man Orte finden, wo sie ihre zuweilen seltsamen Neigungen frönen können. Soweit ich weiß, soll der Keller der örtlichen Taverne gewisse Möglichkeiten der Zerstreuung bieten. Aha. Eines aber weiß ich mit Sicherheit, wenn ihr nach Schwarzsee hineinkommen wollt, solltet ihr euch besser auf Zauber verlassen und weniger auf Muskeln. Wie wär's dann mit einem Begleiter, der die Gegend kennt? Okay, ja, wir wollen dich haben. Das Übliche, mein Auftrag ist streng geheim. Ich denke mal, sie will auch 150, will sie. Und wir haben wieder überredet für 125. Sehr schön. Jetzt wollen wir aber auch noch ihre
Geschichte weiterhören. Ja, kann ich irgendwie... Bisschen plaudern. So. Was führt euch auf diese Mission? Warum arbeitet ihr überhaupt für Aribes? Hat sie euch mit ihren schönen Elfenaugen zugeklimpert oder ist da noch eine andere Macht am Werk, die mir bisher entgangen ist? Ich mache wieder die noble Antwort. Das ist ein gerechtes Anliegen. Ich fühle ebenso, um die Wahrheit zu sagen, allerdings will ich mehr als nur erfolgreich sein. Aha. Ich will vor allem anderen Ruhm. Ich will Wege gehen, die noch nie jemand zuvor gegangen ist. Ich will an meiner eigenen Legende stricken und nicht die anderer Leute nacherzählen. Wenn ich später auf mein Leben zurückblicke, will ich dies voller Hingabe und Ehrfurcht tun können. Ich will nichts bereuen müssen. Das mag euch ein wenig seicht vorkommen, aber ich habe meine Gründe und brauche niemandes Billigung. Was glaubt ihr also? Habe ich die Möglichkeit, diese Dinge zu erreichen, wenn ich mit euch reise? Natürlich. Alles nur Versprechungen, aber ich muss gestehen, dass eure Zukunft große Möglichkeiten bietet. Wir werden ja sehen, wohin das führt. Es ist in jedem Fall besser, den Versuch zu wagen, und es ist bestimmt besser, große Taten zu begehen und unbekannt zu bleiben, als es nicht einmal versucht zu haben. Ja, ein paar weise Worte kommen ja hier. Ich weiß, wohin der normale Weg führt. Glaubt mir, der Pfad des Vorhersehbaren, der Pfad, von dem jeder erwartet, dass ihr ihn geht. Auf diesem Pfad lauert das Nichts. Ah, das scheint es jetzt also zu werden. Das Nichts? Wovon sprecht ihr? Vom Tod. Oder von so etwas in der Art. Es gibt viele Möglichkeiten zu sterben, ohne eine Leiche zu hinterlassen. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch mal eine Geschichte über meine Familie und wie ich wurde, was ich bin. Ihr werdet möglicherweise zu Tode gelangweilt sein. Denn noch ist das nicht der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Aber es liegt ganz bei euch. Okay, erzähl mal. Nein, ich will nicht erzählen. Ah, toll, super. Im Prinzip hat sie ja ganz wenig erzählt. Viel weniger als die anderen Besetzer. Ja. Na gut, schmeißen wir sie wieder raus und gehen wir zum nächsten. Ich glaube, an die Kiste kommen wir gar nicht ran. Ich versuch's gar nicht erst. So, die nächsten haben wir... Ach, ich nehme erstmal Grimmigbeißer. Ich kenne euch. Ihr wart in der Akademie bei dem Massaker an den Studenten. Ihr wart dabei, als die Mörder kamen. Wer seid ihr? Woher wisst ihr, was in der Akademie geschah? Ich bin Grimmigbeißer, ein Mönch des Ordens vom langen Tod. Die grausigen Ereignisse in der Akademie sind kein großes Geheimnis. Nicht für diejenigen, die nach so etwas suchen. Sagt, als ihr zwischen den blutgetränkten Leichen eurer Mitstudenten standet, blicktet ihr da ins Angesicht des Todes? Saht ihr in seine kalten Augen und fühltet eine eisige Berührung auf eurer Seele? Oh, das ist aber wirklich ein bisschen unheimlich. Viele empfinden die Mitglieder meines Ordens als beunruhigend, denn wir begrüßen den Tod in all seinen Erscheinungen. Doch sind in Zeiten wie diesen meine Fähigkeiten sehr gefragt. Aha, und welche Fähigkeiten sind das? Ich bin ein Schüler der Qualen und ein Bote des Todes, des stillen Fürstens. Ich bringe die Absolution durch Pein und Schmerz zu meinen Feinden, um sie auf ihr grausames und reinigendes Ende vorzubereiten. Wahrhaftig sind meine Fähigkeiten nicht viel anders als die eines Soldaten oder Söldners, doch ich ergreife die Schönheit und Perfektion des Todes meines Feindes mit einer Begeisterung, die den anderen oft fehlt. Das ist wirklich sehr unheimlich. Was macht ein Mönch des langen Todes in Niewinter? Da liegt ein dunkler Schatten auf dieser Stadt. Wirklicher, dauerhafter Tod ist perfekt in seiner absoluten Endgültigkeit. Pein, Leiden, Schmerzen, Folter. Das sind die Werkzeuge, die uns auf die beruhigende Umarmung meines Meisters vorbereiten. Uiuiui. Aber diese Seuche ist unnatürlich. Die Opfer kommen nie in die Umarmung des stillen Fürsten. Der heulende Tod ist eine Qual für diese Welt, die beendet werden muss. Bisher habe ich selbst keine Antworten gefunden, die anderen helfen könnte. Diese Epidemie zu beenden. Doch brenne ich darauf, das Bettlerviertel zu durchsuchen. Okay, wieso das Bettlerviertel? Ich habe Gerüchte gehört, dass in diesem verdorrten Distrikt Zombies durch die Straßen wandeln. Weniges wird von meinen Orden so verabscheut wie die Abscheulichkeit der Untoten. Es wäre vernünftig anzunehmen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Untoten und dem unnatürlichen Ende derer, die dem heulenden Ton anheimfallen. Okay, warum hat das noch nicht alleine durchsucht? Allein würde ich wahrscheinlich die Gefahren dieses Distriktes nicht überleben. Und mein Leben wegzuwerfen ist eine törichte Art, dem stillen Fürsten zu dienen. Mein Tod wird zu einer festgelegten Zeit kommen. Okay, dann wollen wir mal anheuern. So, wahrscheinlich wieder das Übliche. Ach nein, wir brauchen ihm gar nicht sagen, welches unser Auftrag ist. Für 125 ist er mal wieder unser. Haben wir mal wieder einen Gefährten angeheuert. Wollen wir noch seine Geschichte hören? So. Möchte ich mehr über euch erfahren? Oh, das tut mir leid. Okay, ich gebe mal wieder die noble Antwort hier. Das kennen wir ja alles schon.